Wir befinden uns hier am gemeinsamen Standort vom AKH Wien und der MedUni Wien im südlichen Bereich des Hauptgebäudes. Für den aufrechten Klinikbetrieb während der Sanierungsarbeiten am Bettenhaus Ost wird hier eine Bettenersatzstation mit 4 Normalpflegestationen und einer Tagesklinik errichtet. Es umfasst ca. 4000 Quadratmeter Nutzfläche, 88 Betten und 54 Behandlungsplätze. Das Besondere an der Bettenersatzstation ist das innovative Bauen mit Holzmodulbautechnik. Ein Holzmodul umfasst ein Doppelbettzimmer mit einer Sanitäreinheit, Dusche und WC. Diese Holzmodule werden in einer Vorfertigung in der Steiermark hergestellt und fast schlüsselfertig angeliefert. Die Holzmodulbaukonstruktion trägt zur Kreislaufwirtschaft bei und unterstützt die Ziele der Stadt Wien zur Nachhaltigkeit und reduziert den CO2-Fußabdruck. Bisher wurden die Tiefengründungen und die Fundamentplatte hergestellt. Derzeit sind wir im Herstellen der Wände und Decke über der ersten Ebene. Parallel dazu werden bereits Holzmodule in der Steiermark produziert. Die Bettenersatzstation wird gebaut, weil wir mit der Modernisierung des Hauses beginnen wollen und dafür ganze Flächen im Haupthaus frei bekommen müssen. Wir haben insgesamt 2 tagesklinische Bereiche, die im Erdgeschoss lokalisiert sind. Wir haben dann in den nächsten Stockwerken 3 Normalpflegestationen. Das sind die Onkologie, die Hämatologie und im obersten Stockwerk dann die Palliativstation gemeinsam mit der Strahlentherapie. Wir haben uns auch sehr viel überlegt, wie passt das thematisch. Es durften keine Kliniken sein, die täglich einen Operationssaal benötigen oder die Endoskopie-Eingriffe durchführen und die in sich geschlossen gut in diesem Gebäude untergebracht werden können. Die Bettenersatzstation stellt sicher, dass wir die Modernisierung trotz laufenden Vollbetrieb durchführen können. Das heißt, der Patientenbetrieb ist nicht beeinträchtigt. Es wird ein wunderschönes Gebäude werden. Sie haben ausschließlich Einzelzimmer, Doppelzimmer mit integrierten Nassereinheiten. Und auch das ist wiederum perfekt passend für diese Bereiche, die ja ausschließlich Patienten betreuen mit einem geschwächten Immunsystem.